eigentlich nicht langsam? Nein. Noch nicht? Ich habe noch mal. So, Westkostwingstunde vom 12.01. Ja. In Gruberstunde, wir haben heute den Inside-Turn gemacht. Inside-Turn einfach mal erstmal. Dann zeigen wir auf 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Wir haben dann als Hilfe noch den zweiten Arm dazu genommen. So, vorher war es aus. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und diese Figur haben wir dann genommen und haben eine Variation draus gemacht, wo der Leader mich an die Schulter geführt hat. So, vorher war es aus. Dann 1, 2, 3 und 4. 5 und 6. Einmal aus der anderen Richtung. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Wir haben gesagt, wichtig für den Follower ist, dass ich bei dem Richtungswechsel weg von ihm möchte. Nur dann kann ich die Spannung aufbauen. 1, 2, 3, Richtungswechsel, ich will weg von ihm. Nur dann hat er die Gelegenheit, mich hier aufzuschnappen, die Spannung aufzubauen und mich nach hinten zu führen. Und er geht an mir vorbei. Auch wichtig, dass ich meine Arme ausbreite, dass er Chancen hat, Kontakt zu behalten. Für den Leader haben wir gesagt, er weicht aus. Auf die 4 steht er neben dem Follower. 2, 3 und 4. Steht hier schon neben ihm. Ja, am Boden. Und dann geht er einfach an mir vorbei und wir bauen wieder Spannung. Ja. Dann haben wir am Anschluss eine Variation für den Follower gemacht. Für den Inside-Turn. So, fahren wir was aus. Wir haben 1, 2, zum Beispiel 3, 4, 5, 6. Wir haben gesagt, der Leader lässt den Arm lang, was mir das Zeichen gibt, dass ich ausholen kann und schon den Zeit habe, was zu machen. Er wartet eigentlich, bis ich fertig bin. Für mich sind es nur Schritte eigentlich. Ich habe 6 Schritte gelaufen. Er verlagert sein Gewicht. Ja. 1, 2, er verlagert sein Gewicht mit mir mit. 3, 4 verlagern wir beide das Gewicht zurück. Und er hat jetzt einen Triple Step, ich habe einen Step. Wie er es teilt, ob er was mit dem Kopf macht, was mit den Schultern, mit dem Oberkörper. Dem Oberkörper und mit den Hüften, ist euch überlassen. Traut euch. Das war's. Viel Spaß beim Üben. Schönen Abend.